grüß euch. Heute wollen wir ein bisschen Weihnachtsbasteln auf der CNC-Fräse. Und alles, was wir dazu brauchen, sind irgendwelche Sperrholzreste. In meinem Fall 3 mm Buche und ein paar alte Äste von, in meinem Fall, einem Apfelbaum. Falls jemand die DXF-Files für die Fräse braucht, kann er diese gerne über mich bekommen. Selbstverständlich kostenlos. So, als erstes werden wir unsere Nullposition einstellen in der Z-Achse. Okay. Dann stellen wir XY ein. Können wir so lassen. Dann habe ich in der Zwischenzeit auch die Dateien hochgeladen. Dann schauen wir, wie sich das mit unserem Holz ausgeht. Und nun steht unserem ersten Fräsvorgang nichts mehr im Weg. Als nächstes so, das war mal Teil 1 unserer Xmas-Bastelei. Jetzt brauchen wir noch etwas, worauf wir das montieren können. Und da hätte ich mir so einen schönen alten Ast vorgestellt, wo wir das dann draufstellen können. Diese Länge wird uns reichen. Aber damit der Ast auch schön stehen bleibt, werden wir diesen auseinandersägen. Als nächstes werden wir in unsere Holzteile Schlitze fräsen. So, meine Lieben, ein paar kleine Weihnachtsgeschenke
heute gebastelt.